Willkommen zur Station Yes, mein Name ist Matthias und ja, es geht um die Sterling. Es gibt da viele Mythen, viele sagen, es sei eine Diva, viele sagen, die funktioniert einfach nicht und bringt auch zu wenig. Finde ich jetzt nicht, wenn man weiß, wie sie funktioniert. Als erstes gucken wir sonst mal an. Die Sterling hat, so wie einige behaupten, keine heiße und auch keine kalte Seite. Hat sie nicht. Sie braucht heißes Gas, um zu funktionieren und muss gekühlt werden, genauso wie der Motor auch. Da gibt es unterschiedliche Methoden, die wir anwenden können. Auf dem Mars bin ich jetzt gerade in meiner Testapokalypse und ich sammle nachts kalte Luft ein, habe mir dafür eben kurz einen kleinen Chip gemacht, ja. Die Dinger gehen dann halt irgendwann an, sobald es kalt genug ist. Und diese Luft brauche ich zum Kühlen der Stirling Engine. Dann habe ich mir hier so ein Treibstofffeld angelegt. Und ja, wie kommt man ganz schnell am Hotgas? Natürlich mit dem H2-Kombustor. Ja, also das heiße Gas sind 2500 Grad. Das reicht uns völlig für die Stirling. Bei Weitem, und da bleibt noch einiges über. An Heißgas. Dafür habe ich mir diesen Chip hier gemacht. Der kümmert sich um die Betankung der, ja, der Stirling letztendlich, beziehungsweise um den Hotgas-Tank. Hier hinter haben wir einen Hotgas-Tank und hier haben wir einen Kühltank. Das werdet ihr aber alles noch sehen, sobald ich das gleich aufmache. Die Anlage braucht derzeit drei Chips. Wir haben hier den Chip für die Ventilatoren. Da kommt auf den Sensor Gas. Ja, also Sensor Gas, da kommt der Innenraum drauf. Den habe ich dahin genagelt. Das ist der Gassensor. So, dann haben wir Volumenpumpe, Kaltluft. Das ist diese hier. Und sie ist verbunden mit einem Passivvent. Da oben, da oben. Und da oben. Dann haben wir die AC1, AC2 und AC3. Das sind die Aktivvents und AC4 habe ich nicht belegt, da ich nur drei Stirlings betreibe hier auf dem Testgelände. Man kann auch vier oder fünf natürlich, also man kann die Reihe noch weiterbauen. Mir haben drei Stück gereicht und mir reicht es auch, um es euch zu zeigen. Naja, auf jeden Fall haben wir dann da hinten an der Wand kleben die ganzen ACs, die ich gerade benannt habe. Ja, diese hier. Also Aktiv Vent heißt das bei mir. Dann haben wir das IC Stirling Setup. Da kommt auf D0 der Schalter. Stirling 1, 2, 3, 4 und 5. 4 und 5 habe ich nicht belegt, weil ich habe nur 3 Stirlings. Ja, Stirling 1, 2, 3. 4, 5 könnte man noch anbauen. Schalter. So, dann geht's weiter. Wir sind jetzt hier beim IC-Pumpensystem. Da haben wir einen Pipe Analyzer. Der befindet sich hier hinter. Ja, jetzt muss ich eben kurz aufmachen. Das mache ich dann mal jetzt schon mal. So, da ist der Pipe Analyzer. Ja, nach der Hotgaspumpe kommt der Pipe Analyzer und das lasse ich jetzt hier auf. Ich hoffe, es stört euch nicht. Und dann kommt der Schalter wieder, dieser Schalter. Dann kommt Volumenpumpe 1, 2 und 3. 3 habe ich nicht belegt, da ich nur 2 Stirlings betreibe, beziehungsweise 3 Stirlings betreibe. 2 Stirlings nach der ersten. Und da sind dann die Volumenpumpen. Volumenpumpe 1, Volumenpumpe 2. Ja, also, es sieht so aus, wenn wir die Stirling jetzt haben. Stirling. Und das Pipe-Rohr. Mal angenommen, hier hinter sei jetzt unser Hotgas-Tank, dann ist das die Eingangsseite.
Da gehen wir mit einem Hotgas-Tank rein. Hier gehen wir raus. Betreiben wir eine weitere Stirling, gehört daneben natürlich eine Pumpe. So, da haben wir die Pumpe. Die kommt dann natürlich so rum daran zur nächsten Stirling-Eingang. Ja, ich kriege das jetzt hier nicht richtig hingedreht, aber ist auch egal. Ja, die kommt dann da unten dran und dann passt es. Doch, habe ich richtig hingekriegt bekommen. Betreiben wir noch eine Stirling, kommt hier wieder die nächste Pumpe dran und so weiter und so weiter. Und diese kommen dann auf diesen Chip, den ich euch gerade präsentiert habe, nämlich dieser. Ja. Schalter, Pumpe 1, 2 und 3. 3 ist nicht belegt. Wie gesagt, ich habe nur zwei danach. Nun, jetzt schalten wir mal das System ein. So, arbeiten tut schon mal was. Wir haben 15, 16 kW. Da kommt gleich noch ein bisschen mehr. Also maximal sind ja 24 kW, die wir erreichen können. Das wissen wir ja jetzt schon mittlerweile. Vielleicht weiß es der ein oder andere nicht. Somit weiß er es jetzt. So, lassen wir den mal ein bisschen laufen. Der geht noch hoch, macht euch keine Sorgen. Wie funktioniert das System? Das ist eigentlich ganz easy. Wie bereits gesagt, es gibt keine heiße und es gibt auch keine kalte Seite. Das heißt, ihr müsst nicht hier kühlen oder da kühlen. Ihr könnt kühlen, wo ihr wollt. Hauptsache, die Räumlichkeit wird gekühlt, wo die Stirling drin steht. Und dann seht ihr auch, er kriegt dann auch, alle drei kriegen natürlich den gleichen Saft. Und das reicht nochmal, um weitere fünf dahin zu stellen. Ja, also das ist gar kein Problem. Okay, fünf ist übertrieben. Also zwei Stirlings könnt ihr auf jeden Fall noch hinstellen. Fünf Stirlings mit der Gradzahl, das klappt. Ja, dann habt ihr auch ein bisschen mehr KW. Das System funktioniert so, dass diese Pumpe dieses Rohr immer über 5 mpa hält, weil die Stirling funktioniert nur mit Druck. Darum kommt auch dazwischen eine Pumpe. Ohne diese Pumpe würde die Stirling nicht richtig funktionieren. Ja, ohne Druck funktioniert es nicht. So, gekühlt wird sie jetzt, das sehen wir jetzt hier ganz toll. Ja, die Pumpe hier, die steht auf 12 Liter und die Pumpe steht auf 100 Liter. Einstellen braucht ihr allerdings mit diesem Setup nichts. Ich packe es euch wieder in eine Videobeschreibung rein. Wie gesagt, einstellen müsst ihr da echt nichts. Das machen alles die Chips. Das Einzige, diese Pumpe müsst ihr einstellen. Und zwar auf 12 Liter. 10 Liter würden vielleicht auch gehen. Ist auch jetzt nicht ganz so wild dann halt. Und wenn ihr seht, es packt er nicht ganz mit der Gradzahl, dann geht ihr halt auf 14, 15 Liter hoch, ja. Müsst ihr halt ein bisschen schauen, das liegt ja an der Molzahl etc. etc. Nun, wir haben mit einem Gas immerhin knapp 20 kW. Das Setup ist nicht schwer, es kostet euch eigentlich kaum Strom. Also wenn wir jetzt mal gucken, wir bekommen ja 19,7 kW, also genauso, dass das da auch steht, ja. Und das Setup kostet uns jetzt 150, 250. Ja, die Pumpen, je nachdem, ob sie an oder aus sind. Kostet natürlich auch ein bisschen Saft.
Ja. Ja. Ja, wie ihr seht, Hot Gas geht so lala drauf. Also das ist jetzt auch nicht so die Menge, die da weggeht. Man kann die also Furnace, Entschuldigung, man kann die Stirling schon eine ganze Zeit lang mit ein bisschen Gas betreiben. Wenn man sich den hier einmal auf 50 MPa hochgezogen hat, den Hot Gas Tank, dann kommt ihr echt eine ganze Zeit lang damit aus. Ja, 24 kW wären das Maximum. Anstelle des H2-Kombusters können wir auch unser NOS-Fuel nehmen. Ja, das lassen wir dann einfach mal explodieren und haben dann 5 K heiße Gase. Dann haben wir natürlich auch, da können wir hier weitaus mehr Stirlings in eine Reihe packen. Aber ja. Ja, und wie ihr seht, guck mal, wir haben noch 1111 Grad in dem Teil, ne? Also da passen noch ein paar Stirlings dran. Und das funktioniert dann auch noch. Wichtig ist der Druck. So. Ach, guck mal, die Batterie ist auch schon voll. Ach, das wollten wir eigentlich, ich wollte das zeigen. Okay, kopieren wir uns die mal. Gucken wir mal, zack, und schalten sie ein. Ja, dann wird sie natürlich auch geladen. Bei mir ist das so aufgebaut, die Kabel berühren sich nicht. Ja, die berühren sich nicht. Ich habe nur die Enden rausgezogen, weil die Stirling, genauso wie der Motor, Datenport, da ist die Stromausgabe. Ja, dieses Kabel, wo wir unsere Batterie dranhängen, das ist der Datenport. Der Datenport muss dann mit diesem Kabel verbunden sein, was dann zu den i10er geht. Die Kabel bitte nicht kreuzen, das wäre nicht, vielleicht nicht ganz so gesund, bei dem Setup zumindest. Müsste ein Kabel, was weiß ich, im Boden reinknicken und das andere geradeaus führen oder wie auch immer. Ihr könnt ja bauen, wie ihr Bock drauf habt und stellt es dann so hin, wie ihr Lust drauf habt. Das ist gar kein Problem. So, dann mache ich die Anlage mal auf. So, da sehen wir es schon. Das ist der Kühlgastank. Ja, der hat dann halt hier die kalten Gase da drin. Also davon verbrauchen wir auch schon ordentlich was. Ja, aber egal. Ja, das ist unser Hotgastank, der vom H2-Kombustor gefüllt wird. So, das sind unsere Active Vents, AC1 bis 3. Und die hängen einfach an dem Passive Vent, weil ja, alles, was zu warm ist, jagen die halt raus. Ja. Die gehen halt an und aus, wie sich das gehört, wie sie es müssen. Die passen halt darauf auf, dass es keinen Überdruck gibt. Ja.
Je weniger kalte Luft ihr habt, desto mehr müsst ihr reinpumpen. Das liegt halt an der Molzahl, ja. Wie gesagt, die Temperatur, die muss halt immer sinken. Da kann man sich natürlich auch einen ICener für programmieren und schauen, ob die Temperatur sinkt oder nicht. Dann kann man das darauf einpendeln lassen. Ja, dann geht das. Und wir sehen jetzt schon, je weiter wir den Raum hier kühlen, desto mehr Power bringt die eigentlich auch, ja. Machen wir mal hier 40 Liter. Ja, mehr als 20 kW kriegen wir trotzdem nicht raus. Ist es so, aber ist auch egal. Wie gesagt, das reicht eigentlich schon bei 3. Ja, 20 kW mal eben schnell gemacht. Jetzt mache ich die mal aus, damit ich die hier auch öffnen kann. Ja, da seht ihr schon ganz gut, wie ich da die Rohre verlegt habe. Und man kann das halt, das Prinzip kann man halt immer weiterführen. Ihr müsst es nicht im Wastegas-Tank reinlaufen lassen. Ihr könnt es in der Atmosphäre ballern oder damit irgendwas machen. Es reicht noch, es ist noch heiß genug. Und wenn ihr das Setup baut, vielleicht baut ihr noch eine Stirling mit dran. Auch wenn ihr nicht mehr ganz so viel bringt, aber es kostet euch ja nichts. Ja, ihr müsst ja nur die Stirling bauen, ein paar Rohre, eine Pumpe, danke, tschüss, und ihr habt ein paar kW mehr. Ja. Könnt ihr machen. So. Ich hoffe, euch geholfen haben zu können mit diesem Video. Wie gesagt, die Stirling ist keine Diva. Sie funktioniert ganz normal. Wie jede andere Maschine auch in Stationeers. Sie liefert euch Strom auf, ja, gut, die Auslöse des Stroms, da können wir jetzt drüber lange streiten. Der andere findet halt 10 kW viel. Der andere findet, oh, 10 kW, nee, das ist mir zu wenig. Entscheidet selber, ob es euch passt oder nicht. Aber das Setup ist easy build. Wie gesagt, die Codes kommen mit in der Videobeschreibung. Wir können uns noch mal ganz kurz die Codes angucken zusammen. Ja, so, das wäre jetzt hier das Skript, wo wir das Cooling und die Aktivvents draufpacken. Der Sensor Gas innen, der ist verpflichtend, der muss drauf sein, genauso wie die Kaltluft. Die Active Vents sind optional, die müsst ihr nicht mit draufpacken. Das sind die ja, die hier hinten sind, die müsst ihr nicht draufpacken. Aber macht ihr das nicht, dann habt ihr irgendwann Überdruck im Raum. Ihr könnt natürlich auch versuchen, den Überdruck anders abzuleiten als mit den Active Vents, wenn ihr das denn wollt. Die Option habe ich euch gegeben. Das wäre dann der Chip. Jetzt haben wir den Chip von der IC Stirling. Da kommt der Schalter auf D0. Ist Pflicht, auch wenn es jetzt hier nicht steht. Das schreiben wir eben dahin, dann steht es auch da. Der ist Pflicht und die Stirling sind natürlich alle optional. Ja. Dann haben wir unser Pumpsystem. Der Pipe Analyzer ist Pflicht. Das ist ja dieser Pipe Analyzer, der einzige, den wir haben. Den hier. Der ist Pflicht. Dann haben wir die Pumpe Kick. Die ist auch verpflichtend. Das ist diese Pumpe hier. Dann haben wir den Schalter. Wie schon erwähnt, ist der natürlich Pflicht.
Die Pumpen, die sind optional, das heißt, die Pumpen hier zwischen müsst ihr nicht einbauen. Ihr könnt sie auch weglassen. Aber besser funktioniert es mit Pumpe. So ist das nun mal. Dann haben wir den Chip. Ein IC H2 Kompass. Ja. Der gehört eigentlich nicht mit zum Setup. Ich packe ihn trotzdem mit in die Videobeschreibung. Und zwar packen wir einen Tank Heißgas drauf, dann den H2-Kompastor. Die zwei Geräte sind auch verpflichtend, das heißt also, entweder packt ihr den Pipe Analyzer oder den Tank mit dran. Und dieses Gerät, ja, das ist verpflichtend, bei diesem Chip zumindest. Ihr müsst den Chip auch gar nicht nehmen, ihr könnt das anders regeln. Ich habe. Müde. Naja. Ich habe optional die Möglichkeit mitgegeben, an diesem Chip eine Elektrolyse zu hängen und halt den Tank H2.0. Und der hat die Abhängigkeit von D2. Das bedeutet, wenn die Elektrolyse angeschlossen ist, muss auch der Tank angeschlossen sein. Denn der Kreislauf schließt sich natürlich. Die H2-Kompasten macht Waste, ultra heißes. Das benutzen wir. Sie macht ultra heißes Wasser. Und das mache ich wieder zurück zu Sprit. Ja. In dem Gerät brauchen wir hier so eine Pulle. Da kommt bitte H2-Gas rein, circa 20 Mol. 30 gehen auch, ist auch kein Problem, aber 20 ist schon deutlich besser. Da habe ich mir hier so ein System gebaut, natürlich alles im Kreativbereich. Dann kann ich euch den Chip mal zeigen. Also ihr fangt mit so einem Connector an oder was auch immer, packt dann H2-Tank drauf, dann. Ab jetzt wird's wichtig. Pumpe, ein Rohr, Pipe Analyzer drauf und direkt das Gasdingen hier drauf, ja. Das ist der Code, den könnt ihr euch so abschreiben, das ist nicht viel. Ja, also das könnt ihr jetzt hier snapshotten, Video anhalten, abschreiben, was auch immer, wie ihr es machen wollt. Falls ihr das überhaupt braucht. Es gibt auch andere Berechnungsformeln, wie man hier 20 Mol reinkriegt. Und wenn wir dann. So eine Flasche hier reinpacken. Dann arbeitet die ein bisschen. Ach, komm schon. 21 Mol, seht ihr, es passt immer. Jo. Ja, das wär's. Bleibt mir gesund. Bei Fragen bitte fragt. Wenn ihr noch andere Interessen habt, andere Maschinen, die ihr vielleicht gezeigt haben wollt, ich weiß jetzt nicht mehr was. Ich habe schon sehr, sehr vieles gezeigt. Und ja, wie gesagt, einfach mal in die Videobeschreibung rein und in die Kommentare rein und dann gucken wir mal, was wir machen können. Alles klar, bis dahin, bleibt gesund. Bis bald, euer Matthias.